jetzt direkt Richtung Westen fährst, kommen wir nach St. Rob, dann können wir weiter Richtung Norden. Direkt Richtung Westen, sagst du? Ja. Weil das macht keinen Unterschied, ob wir jetzt erst St. Grove oder Blanket. Ja, genau, gehen. Ich wollte eigentlich, dass die das für die in einer Linie machen. Ach, da hinten ist St. Grove. Moment mal, was habe ich dann für St. Grove? Ich muss die Festung für St. Grove gehalten haben oder so. Das kann gut möglich sein. Oder ich habe das. Ah, ne, das. Es ist Maldor's Ark, wo eine andere Insel für sich vorgesneakt hatte. Du Arschlochspiel, das sah aus wie St. Grove's Entfernung. So, dann die Segel war komplett auf Steuerbord. Und Schub! Also rechts. Ja. Nee, das ist rechts. Rechts vom Steuerrad aus, wenn man nach vorne guckt. Seid deutsch. Ja, ich hab trotzdem eine Links-Rechts-Schwäche. Links-Rechts-Schwäche. Eine Schwäche rechts-links? Ja. Genau. So, auf welcher Seite wollen wir denn am liebsten anhalten? Können wir auf der Nordseite halten? Wir können theoretisch auf allen Seiten halten, das ist ein Rätsel. Naja. Wir halten auf der Südseite, das ist da, wo der Strand am besten funktioniert. Ah, Kamera! Auf den Scheiß zu machen. Ich hasse es, wenn die Maus einfach irgendwann anfängt, irgendwie die Dinge zu tun, von wegen. Hier, guck mal, da oben ist der Himmel, guck da hin. So, Lufa kann sich gleich bereit machen, mit Bermo die Segel einzuziehen, weil wir ultimative Geschwindigkeit drauf haben. Ee. Und die Brick hält nicht viel davon zu verlangsamen. Ja, klar. So, wir sollten jetzt auch ziehen. La 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 la. Diese komischen Frame Drops. Hinten auf halb. Lalalalalala. Ich mache das Rätsel. Ja, warte, erstmal wollen wir anhalten. Ah, kannst du schon auf den Weg machen. Luft hier hinten ein. Bin klar. So, wenn ich jetzt das Ganze richtig betrachtet habe, müsste der Bremsweg ganz gut funktionieren. Eisen der Mathematiker. Vielleicht ein bisschen zu gut. Jetzt neu bei To Be Continued. Ich hab getroffen. Hey. Ich hab das Schwein getroffen, das da rumstand. Ich bin der Ultraschütze. Gut. Du brauchst Schiffluf? Dann gehe ich auf die Insel und sammle ein paar Vorräte ein. An dem Grab auf der einsamen Insel gegen Westen, wo niemand es sieht, enthüllt sich das Geheimnis nur durch ein Lied. Praktisch, da sind wir direkt nebenan. Naja. Ich stöber die Insel. Ich finde bestimmt noch irgendwelche Kugeln oder was. Ja, natürlich ist die Insel am anderen Arsch der Welt. Oh, guck mal, Ankerkugeln, 2 Stück. Das ist gut. Halt, stopp! Jetzt schieße ich. Eigentlich jetzt fahre ich. Oh, hey Eisen, hier ist ein Ruderboot. Ach, Sachen gibt's. Ah, oh, no. Ignoriert! Überwachsen und Truhen gehen Nordosten. Oh, da komme ich gerade her. Nein, danke. Immer doch. Ich komme gerade her. Du musst einfach die Straße da hochfolgen und dann kommst du gleich zu den überwachsenen Truhen. Ah, überwachsene Truhen im Nordosten und wo das Geheimnis bewahrt, dass nur das Licht der Flamme offenbart. Bla bla bla. Nordwesten. Du hast du dein. Hallo Schlange, tschüss Schlange. Hallo Hühnerkäfig, aber ich sehe keine Hühner auf der Insel. Ich nehme keine Hühnerkäfig, vielleicht doch gleich mitnehmen.
Vielleicht können wir unterwegs irgendwo einen Glücksbock aufsammeln. Das hat Piggy damals mit Bunzen gehört. Ah, doch, er lebt noch. Alles gut. Oh no! Licht! Finden wir uns größten Fangzähne unter. Ignoriere das! Unter den Palmen gegen Südosten und mit viel Sinn und Verstand. Bla bla bla, Südosten. Ach, das ist da, wo unser Schiff rumzümpelt. Ja. Du wirst ja morgen dein Skizzenbuch einreichen, nicht wahr? Ja. Mach eine Piggy-Skizze von Ludwig im 14. Do it! Zu gernermaßen, das muss ich einfach irgendwie sehen. Ludwig der 14. Du wirst das bestimmt das ganz berühmte Versailles-Porträt da irgendwie finden. Wo er da mit seinen komischen Strumpfhosen steht und sich das Bein so rausstreckt. Der größte Gaylord der Welt. Aber das war damals modisch und maskulin. Mit hochhackigen Schuhen rumzulatschen. Ey, der Multiple davon. Hm. Südosten war die Rede von? Südosten. Ja, Südosten. Nee, Strand Südosten und dann Nordwesten. Ich habe aber keine Ahnung, wie es Piggy so zeichnen soll. Hier. Nö, falsche Fangzähne. Dieser Fangzahn, Nordwesten, 7. 1, so. Nee, Moment mal. Ah, doch, das muss dieser Fangzahn sein. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nope, falscher Fangzahn. Hm. Von hier hast du ursprünglich gezählt. Yep. Wir sind hier im Südosten. Palmen, Fangzähne, alles hier. Das ist kein Fangzahn, denke ich. Unterhalb von Palmen war die Rede. Ich hoffe, es hat Piggy jetzt nicht verpasst. Ja, unter den Palmen. Okay. Schau mal kurz hier oben, ob ich irgendwas finde. Wo ist hier oben? Ja, ich habe schon gerade oben in dem beim Aufstieg der Insel, aber hier sind keine Fangzähne unter Palmen. Und auch nicht genügend Platz, um nach Nordwesten zu graben. Von hier aus kann man nicht nach Nordwesten graben. Da hinten ist nicht Südosten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, oh. Sieben. Ah, hast gefunden. Ja. Alles klar, wo stehst du gerade rum? So oben irgendwo? Ja. Dann was hat sich oben? Wo waren die Fangzähne denn? Muss ich die übersehen haben. Lauf mal den Weg rauf und dann nach rechts. Ach, diese Fang... Du Motherfucker-Spiel. Lauf erstmal ein paar Bananen mitnehmen. Alles klar. Wir haben, weswegen wir hier hergekommen sind. Here we go again. You picked the wrong house. Fool. Das waren wahrscheinlich waren jetzt diese komischen Fangzähne, wo wir die ganze Zeit gegraben haben, irgendwie so das Skelett eines Krakens. Das ist ein Spottreppe. Er stickt daran.
Okay. Ich finde es ja immer wieder gut, dass Luv sich angesprochen fühlt. So, and last but not least, Blind Man's Lagoon. Und anschließend werden wir wahrscheinlich den ganzen Weg zu Shipwreck Bay zurückfahren dürfen. Oh mein Gott, das bedeutet, wir sind mit dem ersten Kapitel schon durch. Ja. Nein, nein, zur Strafe dürfen wir dann runter nach Devil's Ridge. Oder und wir... Dann, um ich dann will es nicht beschwören, Bermo. Shark Bay Cove zu kommen. Aber weißt du, was noch bitterer wäre? Wenn er sagt, hey, eure Endkisten. Wie wär's mit Oldfaithful? Nein! Ich hasse sie. Ich hab's beschworen, nicht wahr? Ja. Na gut, das warten wir ab. Sollte es passieren, Bermo sperren wir daneben in die Brick. Der braucht mich. Du, die Stimmen gegen dich sind immer noch 2 gegen 1. Das ist ja, bewusst, ich weiß, oder? Aber... Am Ende stimmt jeder für einen anderen in die Brick zu sperren. Luv stimmt für mich, Bermo stimmt für Luv, ich stimme für Bermo. Und dann sind wir alle in der Brick. Das funktioniert. Das müssen wir unbedingt ausprobieren. Nur eine Person kann gleichzeitig in der Brick sein, oder? Ich bin mir also nicht sicher. Das muss geändert werden. Wir müssen Richtung Norden, ne? Sicher? Guck mal nach. Also ich hab gerade geschaut, das war irgendwie eher so nordwestlich. Aber... Annehmen wir brauchen 2 Stimmen zum Einsperren. Passt. Alles klar. Das ist schade. Nochmal? Man braucht 2 Stimmen zum Einsperren. Ach so. Also das muss immer die Mehrheit sein. Erstmal für sich selbst stimmen. Das zählt, glaube ich, nicht. Ich weiß. Es wäre aber lustig. Es wäre sehr lustig. Ihr könnt mich niemals in die Brick sperren. Ich stimme für mich selbst. Oder wir sperren es niemals in die Brick. Luft, vorne das Segel. Hilft mir mit vorne mit dem Segel? Ja. Das ist eine kleine Insel. Müssen wir ein bisschen früher anfangen zu bremsen. Oh ja. Und zwar ganz dringend. Gut, bringt das Schiff zum Stehen. Ich hole mir ganz schon mal meine Bananen. Und dann gehe ich Spaß haben mit unseren Freunden. Schön ist, bei dieser Insel muss man nicht viel rumlocken, da ist alles super. Ich sehe doch schon mal Pulverpoll da rumstehen. Ja, natürlich. Wo? Ah, sieh an! Teufelsrumflaschen! Die nach Galen's Grave wollen, das ist... Oh nein, nein! Fucking Pulverpoll! Luft, du hättest nicht drauf schießen dürfen! Da waren Teufelsrumflaschen direkt nebenan! Oh. Die waren 1400 Attacken wert! Das ist mir irgendwie egal! Du nutzlose Abschlauch! Also ich glaube, die sind noch heile. Wir wollten nach Galleons Grave, Luft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die noch heile sind. Das sind Pfandflaschen geworden. Ich bin mir 100% sicher, dass da noch Pfandflaschen übrig sind. So, dann sag mir spätestens Bescheid, bevor es dir Kugel abgibt. Ich habe doch vor Bescheid gegeben. Warte. Ich wurde schon wieder geopfert. Oh? Was ist Oh? Nee, okay, sie sind widerstandsfähig. Die sind noch heile? Na, sie sind gesprungen. Und du lässt das. Weil du die ganze Zeit rumgesprungen bist. Nein, das war davor auch schon. Moment, du bist mit den Dingern rum. Warum bist du mit den Dingern rum? Ich hasse euch alle. Hey, Schattenaffen. Also, soll ich dir sagen, warum ich mit dem Ding rumgesprungen bin? Warum? Was willst du jetzt hier? Die Antwort vermisst. Ganz einfach, weil von gesprungen es keinen Unterschied macht. Ich hab nichts geschossen. Aber es gibt noch eine Stufe mehr als gesprungen. Es war kurz vorm Schießen. Zertrümmert. Jetzt sind zersplittert. Zersplittert ist natürlich jetzt noch eine Stufe schlimmer. Ja gut, wie lange möchtet ihr eigentlich? Aber es war lustig. Werdet jetzt bitte mal einmal beleuchtet bleiben. Ah, so schön Teufelsrumpflaschen. Ach komm, war nur 1400, das kriegen wir nur wieder rein. Na, es wäre ein Umweg nach Galen's Grave gewesen, insofern macht es keinen Unterschied. Genau, und wir dürfen ja keinen Umweg machen, weil wir aufnehmen. Genau, wir haben ja Dinge vor. Wir haben nur begrenzte Zeit.
Okay, Pistolen, Klaus, du kriegst recht auf die Fresse. Digga. Aua. Hurra, renn! Wo ist Pulver? Da ist Pulver. Ja, keine Überlebenden. Hey, ich kann die grüne Farbe mitnehmen. Yay! Es ist Shipwreck Bay. Das heißt, Entschuldigung. Shipwreck Bay ist tragbar. Das kannst du die anderen Schilder schon mal abholen. Da Bam ja gestorben ist durch wütende Skelette. Ja, klar. Nein! No! Hey Bam, Mann. Was geht? So, gen Süden. Haben wir wieder, sind alle Schädel verladen? Also zwei. Okay, es gab zwei drei. Es gab drei Schädel, aber. Dann gehe ich noch kurz auf die Insel und schau nach, ob da noch einer ist. Pfandflaschen! Seine Pfandflaschen sind auch wert. Man muss halt die Umwelt sauber halten. Genau. Genau deswegen. Gut, wir hatten doch mehr als zwei Schädel hier. Ah, ich höre. Irgendwo hier ist noch einer. Irgendwo liegt hier noch. Da kommt, da sitzt der Hasserfüllte im Gebüsch. Der Dreckige. Was hast du denn auf einmal gegen Hasserfüllte? Der sagt, da saß im Gebüsch. Dagegen habe ich was. Es gibt wirklich nichts mehr, was da noch kaputt gehen kann. Ich bin mir nicht sicher. Es scheppert nicht mal mehr. Du hast die Glasflasche ein bisschen pulverisiert. So, Gegenwind. Da gibt mal Hartgas. Ups. So. Time to... Say goodbye. Ich wollte gerade das Ruderboot losmachen. Das wäre lustig gewesen. Nein, wär's nicht. Doch, da wäre mit dem. Nein, wär's nicht. Dann ist Time to Say Goodbye mir gut gepasst. Luf, du kannst doch Eisen sein heiß geliebtes Ruderboot nicht empfangen. Genau. Ja, okay. Ah, ich erinnere mich doch bestimmt noch an gute alte Zeit ohne Ruderboote. Ja. Als wir Ruderboote gewünscht haben. Als wir uns Ruderboote gewünscht haben. Haha! Hä? Ah! Hat nur für ganze Weile gebraucht, um wieder reinzutappen. Nein, ich bin nicht rausgetappt. Das heißt dann Piggy. Die Perücke zu zeichnen ist sehr schwer. Das glaube ich dir. Ohne dass es mega albern aussieht. Das wahrscheinlich, albern wahrscheinlich genauso schwer wie sie zu tragen, ohne dass es mega albern aussieht. Mhm. Soll ich mir noch eine Krone malen? Ich male mir noch eine Krone. Wenn du meinst, dass er eine Krone braucht? Ja, das passt perfekt auf diese übergroße Perücke. Ganz wichtig, also, du meinst so eine kleine Hello Kitty Lilifee-Krone? Nee, ist... Ah! Sieht aus wie ein übergewichtiger Holocaust-Überlebender. Ich bin ein Holocaust-Überlebender. Das war böse. Nein. Genau wie der Holocaust. Das ist böse. Da kann ich nicht gegensprechen. Trotzdem war das böse. Hast du was gegen den Holocaust? Ja. Du Nazi, ich bin Deutscher, ich darf das. Ich sag auch immer noch, genau wie Schwarze sich gegenseitig N-Wort nennen dürfen,
Hallo Ronald McDonald, den übergewichtig. Sollten Deutsche sich gegenseitig Nazis nennen dürfen, einfach. Ey, Luft, mein Nazi, wie geht's dir? Du musst bedenken, wir sind halbe Franzosen. Ey, Luft, mein Nazi. Ach komm, die Franzosen haben mit kooperiert, das geht auch immer noch drin. Ist die Frage, Luft, dürfen Halbschwarze das N-Wort sagen? Das ist wichtig. Ich finde, wir brauchen so eine exklusive Beleidigung, die für uns eine ganz andere Bedeutung hat, als sie eigentlich hat. Also meiner Meinung... Ich denke gerade wirklich nach. Also eigentlich will ich, dass niemand es irgendwie dumme Wörter nennt. Aber Arsch. Die Leute, die aus dem Land kommen, sollten sie es so nennen dürfen. Das heißt, wir dürfen es Nazis nennen. Alles klar. Nazis. Ja, aber wir sind halt Franzosen, das zählt nicht. Das funktioniert trotzdem, wir haben kooperiert. Dann darf es doch Baguettefresse nennen. Genau, wir dürfen. Das ist doch schön, doof. Wir dürfen uns sowohl Nazis als auch Baguettefresser nennen. Baguettefressende Nazis. Wie bin ich hier hergekommen? Ende. Der Karriere. Ich bin gespannt, wie kontrovers das Ganze werden würde. Aber ich finde, das ist ein absolut plausibles Thema. Stell euch vor, wie sich die Nazis darüber ärgern müssten. Wenn ihre gesamte politische Ideologie und Ausrichtung plötzlich einfach vollkommen fehlgenutzt wird. Was geht ab, mein Nazi? Dann müssen die Amerikaner nicht mehr umdenken. Ja, aber wenn ein Ami uns dann eine Nazis nennt, dann müssten wir immer auch beleidigt sein. Sie sind kein Deutscher, sie dürfen uns nicht so nennen. Genau. Was geht ab, mein Nazi? Ein weiterer Weltkrieg beginnt. Oh. Nur wir dürfen das sagen, das ist unser Wort. Oh boy. Oh, ein Hühnerkäfig. Ja, wir haben ja auf der Insel gibt's auch Hühner. Das heißt, wir können einen Glücksbaum auch mitnehmen. Oh mein Gott, ich dachte gerade, als Bermo den Hühnerkäfig hingesetzt hat, habe ich im Augenwinkel so ein Feuer gesehen beim Hühnerkäfig. Wirklich erschrocken, aber das war wohl eine List. Was? Hier stormt über schon wieder. Luft! Erschießt ihn mal bitte. Ich hab keine Kugel mehr. Luft der Oberstorpe. Das ist keine Ausrede. Ja, er schießt sie ohne Kugeln. So Fingerpistole, bang. Es geht zerfallen. Ach, ja, Luft unser Oberstormtrooper. Wir brauchen noch ein bisschen weniger Segelbermo. Ja, es kann den nicht mehr treffen. Noch weniger. Ja, noch weniger. Wir wollen hier so anhalten. Einmal getroffen. Jetzt stirb. Ich hab dich doch mal getroffen. Das kann jetzt nicht ernst sein. Du musst jetzt stirb. Ach, ich hab's verzweigt. Ja. Komm schon. Ihr schafft das. Komm schon. Was? Ach, come on. Das war die Kanonenkugel, die unten auf dem Boden eingeschlagen ist. Verstehe. Ach Gott, das kann doch nicht, dass er immer noch schießen kann! Doch, warte, gleich nicht mehr. Wie viel steckt der Typ bitte ein? Alles. Ey, das ist meiner. Ja, egal, Sperrfeuer. Ich treffe ohne das Gewehr gerade sowieso nicht. Ah, du hast getroffen, wunderbar. Ich hab mehrmals getroffen, aber der... Warte, da ist noch einer. Ja, der kann aber uns nicht auf uns schießen. Legolas. Also ist da erstmal eine gute Alarmanlage für uns. Alarm! Alarm! Kannst Bermuda ein bisschen Deckung geben da vorne und das Schiff bewachen? Ich gehe dann mal vorne vom Schiff auf der kleinen Insel. Ich gehe schon mal die nächsten Kisten suchen. Bei dieser Arschlochbucht. Dann haben wir das hier, dann gehe ich zur Arschlochbucht. Bermo? Ja. Jedes Mal, wenn du die Schaufel bei mir abbrichst, schwebt sie über deinen Kopf. Das ist der geheime Move-Loof. Ich bin Kylo. Ich habe Bubu-Kugeln gefunden. Wuhu, was für Kugeln?
Bubu-Kugeln. Die Leute werden jetzt müde in unserer Nähe. Wohin stand man Kugeln? Genau. Die Leute werden jetzt so müde, als wenn sie unsere Let's Plays schauen. Ja, geil. Ja, das ist gut. Instant Vollnarkose. Aber du meinst nur deine Singleplayer-Let's Plays, ne? Ich hasse dich, Luft. Nein, Eisen, deine Single-Let's Plays sind voll gut. Jetzt hasse ich dich auch, Bermo. Bermo, wieso klingst du so gelangweilt? Er hat eins davon angeguckt. Weißt du, was das Schlimme ist? Was denn? Nicht mal. Doch, ich hab mal Kingdom Come Deliverance. Genau, die erste Folge, wo mir Dinge passiert sind. Das fickte Pferd. Digga! Ich hätte es niemals schlagen dürfen. Monster! Wie könntest du ein Tier sowas antun? Ganz einfach, ich habe linke Maustaste gedrückt. Ganz einfach, du musst auf das Pferd aufpassen. Ey, du, dafür wurde ich in meinem Gefängnis angezündet. Du hast meinen Witz ignoriert. Ja, habe ich. Fuck you. Nein, ich hab Teil der Perücke weggeradiert. Nein! Es ist eventuell ein bisschen spiegelverkehrt, aber das interessiert ja niemanden hier. Hey, noch eine Pftkugel, noch eine Grockkugel, alles klar. Wir wollen nicht, dass es vom Upload-Filter identifiziert wird. Oh Gott. Deswegen. Erstmal andersrum zeißen. Wir können wieder mit ihm im Süden unterwegs. Weil du nicht im Norden unterwegs bist. Das macht erschreckend viel Sinn. Aber Eisen? Ja? Bevor du dich darüber aufregst, dass wir noch keine Single-Let's Plays von dir geguckt haben, wie viele hast du schon von mir geguckt? Fair enough. Da läuft ein Piggy oben auf dem Stein rum, das musstest du machen. Hey, bleib stehen, Piggy. Komm her. Das Piggy ist klug, es hat sich versteckt. Hi. Luf, du wurdest von einem Schwein überlistet. Das sind aber auch gerissene Dinger. Oh, das ist wieder. Und... Willkommen. Hey. Komm zurück. Komm zurück, bleib da stehen! Praktisch, küsst du direkt neben dem Chef? Piggy! 10 Dublonen, die Fahrt ist abgeschlossen! Ja, geil! Bist du? Zum nächsten Außenposten heißt das dann. So, jetzt brauchen wir nur noch. Gleich die Totenkopffahrt! Wie mache ich das mit dem Bein? Haben Piggys Knie? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Schweine Knie haben, Luf. Ja, wie soll es diese Knie jetzt heißen? Oder stellst du dir vor, dass diese Tiere wie auf Stelzen laufen? Nein. Schweine haben keine Knie. Schweine haben aerodynamische Federn. Ja, aber ich weiß nicht, wie das eine zeichnen soll. Mit so einer Hydraulik einfach. Low, ich muss mir das Original bitte machen. In a Lowrider. Der schnitt gar nicht gut. So, nur Richtung Nörden für den Außenposten der Gartüf. Sieht sehr schmerzhaft für ein Piggy aus. Das sieht sehr seltsam aus. Soll es den Piggy Hochhacken zeichnen? Ja, Ludwig der 14. hat Hochhacken getragen. Ja, aber es sieht schon so seltsam aus. Weil ich bezweifle, dass Piggy so stehen sollen. Meinst du? Ja. Also? Ja. Warum haben wir diese Fahrt jetzt wesentlich schneller abgeschlossen als die davor? Wir haben kein Rätsel auf Sea of Thieves 7 gemacht. Wir haben trotzdem keine zwei Stunden gebraucht. Ja. Oh, wir waren diesmal einfach hochgradig effizient, hatten Glück damit, wie die Fährte gelatscht sind. Und wurden nicht von irgendwelchen Sketchschiffen angepöbelt der Zwischenzeit. Tröd! Hallo, habt ihr mich gerufen? Ich würde es umbringen. Ich mich auch. Würdest du es auch selbst in die Brick booten? Wenn ich es könnte, vielleicht. Okay. Nur so als Frage. Alle drei Sitze sind in der Brick. Insel! Ich schieße die Kugel aus der Luft. Das war erbärmlich. Hey, Eisen ist doch super.
Hey, heißt du Stormtrooper? Das ist was ganz anderes, als das ganze Schiff nicht zu treffen aus 3 Meter Entfernung. Vorne kann angezogen werden. Hast du deine Angst vor so ein bisschen Schub? Ja, alle meine Angst vor diesem bisschen Schub, dass die Brick drauf hat. Ich habe Erfahrungen damit gemacht. Das Teil kennst du, was wie Bremsen. Was hast du angefasst? Hey, mein Hör, was mein. Das ganze Mofa wird gemacht. Ist egal, es musst du eh abgeben. Also. Ist egal, wird eh nur bewertet. Oh Gott, ich hab ein Bild von Anfang 2018 gefunden. Na, guck das Schwein. Es ist so hässlich. Wieso hab ich es jemals im Manga-Stil gezeichnet? Im schönsten Luft, Manga-Stil. Segel. Da.